Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal den Feuerwerksprospekt von Pfennig Pfeiffer hier für euch. Ist ein ganz netter kleiner Laden mit ein paar Feuerwerksartikeln von der Marke Weco Feuerwerk. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Als erstes haben wir hier das mega Familiensortiment Phoenix, allein wegen dem Namen, direkt mal mitnehmen. Für 10 Euro eigentlich ein wenig teuer, gibt es unter dem Namen Highflyer bei Penny für 7,77 letztes Jahr. Dieses Jahr wahrscheinlich wieder für 10 Euro. Der Preis geht eigentlich bei Jawohl auch für 8 Euro zu haben oder für 9 Euro, ich weiß es gerade nicht genau. Also wer das sucht, da mitnehmen. Sonst einfach hier unter dem Namen Phoenix kaufen, bestes Sortiment. Dann rechts daneben Raketensortiment Skyfighter für 15 Euro, da sind 19 kleinere Weco-Raketen drin, aber die kleineren sind meistens die besseren. Wenn die tatsächlich einen Zerleger haben, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Kann man mal machen, aber ist jetzt auch nicht so das Beste. Dann rechts daneben für 20 Euro haben wir Glücksraketen-Sortiment, viel Glück. Mit den Goldraketen sind viermal die Goldrakete 1 und zweimal die Goldrakete 2 drin und vier Wunschraketen für 20 Euro kann man mal machen, aber würde ich wirklich nicht so super doll empfehlen. Ich glaube, bei Penny gibt es das unter dem Namen Wishes of Gold für ein paar Euro günstiger, wenn ich mich nicht irre. Aber sonst kann man das mal machen, wenn man Wunschraketen unbedingt haben möchte. Dann in der nächsten Reihe links haben wir die Spitfire, die Neuheit von Weco dieses Jahr. Sind Heuler und Kometen zu Anfang und dann am Ende ein paar kleinere Zerleger. Nettes Finale, aber 20 Euro nicht gerechtfertigt, würde ich nicht kaufen. Gibt es ja auch schon in verschiedenen anderen Varianten, bei Lidl oder Aldi. Dann haben wir rechts daneben Imperial Verbund für 30 Euro. Ist einmal hier die Reno Arten Poison links, dann die Powerbox in der Mitte und rechts der Alligator, 30 Euro oder viel zu viele, kauft euch die lieber einzeln und verbindet die dann. Und rechts daneben Hypnotica. Ist eigentlich auch ein ganz netter Verbund. Ich glaube, den gibt es für 25 Euro beim Lidl. Unter dem Namen Perfect Illusion, wenn das der ist, kann man den beim Lidl auf jeden Fall mal mitnehmen. Hier für 50 Euro definitiv zu teuer. In der nächsten Reihe links haben wir dann die Mercury, das ist die Laser aus dem Lidl. Definitiv da kaufen für 2,99 eine gute Fontänenbatterie, hier etwas teuer. Dann rechts daneben Starlet, Multi-Effekt-Batterie, ist eigentlich viel drin, Kometen, Heuler und zum Ende ein paar ganz gute Zerleger, kann man auf jeden Fall mal angucken, das Video, aber richtig wirklich empfehlen würde ich die jetzt auch nicht. Neuheit vom letzten Jahr, genauso wie die Stardrop hier. Übrigens steht hier so 100 Schuss, ich weiß jetzt nicht, was die damit meinen, eigentlich steht da 54 Schuss drauf, aber naja. Hier die Stardrop hat 85 Schuss für 15 Euro. Ist jetzt auch nicht so die beste Batterie, ein paar Kometen im Fächer geschossen, Heuler und so weiter, dann wieder Zerleger zum Ende, die nicht wirklich schlecht sind, für 15 Euro kann man mal machen, aber ist jetzt nicht die beste. Und dann links 10 Päckchen, 4 Stück Chinabella D von Weco für 5 Euro, würde ich eher nicht machen, weil es ein halber Schinken ist und da ist auch der Preis von 10 Euro für den ganzen Schinken, also wenn man sich zwei kaufen würde, deutlich zu teuer für Weco-Böller. Kauft euch da lieber einen Leslie-Schinken, der kriegt den ganzen für einen Euro weniger. Zum Beispiel bei Jawohl oder bei Zimmermann zahlt ihr sogar 1,50 Euro weniger für den ganzen Schinken. Dann rechts daneben Dreier-Vulkan-Set von Schweizer Vulkan, wie es hier aussieht, mit Blinking-Stars, Pink-Stars, Gold-Stars. Für 10 Euro auf jeden Fall machen, wirklich. Die sind richtig geil, die kosten normalerweise so um die 9 bis 10 Euro einzeln, also wenn das tatsächlich ein Dreier-Set ist, ich weiß es nicht, ich habe keinen Pfennig-Pfeiffer leider da, sonst auf jeden Fall mal mitgenommen. Und wenn das tatsächlich drei verschiedene Vulkane für 10 Euro mit sind, auf jeden Fall mitnehmen, ist eigentlich so das beste Leuchtsortiment, was ich dann kenne. Das sind richtig, richtig geile Vulkane, die haben wirklich eine riesen Ausstoßhöhe von 6 Metern, passt auf jeden Fall, auch beste Vulkane wirklich. Kauft euch die definitiv. Und dann rechts daneben noch riesen Fontänenvulkan King Size für 20 Euro. Überhaupt nicht empfehlenswert. Kauft euch lieber zweimal das Set links daneben. Der Vulkan ist echt scheiße, hat eine komplette Kacksteighöhe und 20 Euro
Naja, Vulkan ist es auch nicht, eher ein Fontänenfächerverbund, aber die Brenndauer hält er. Aber wirklich keine guten Effekte. Für 20 Euro viel zu teuer. Lieber eine Batterie oder sowas kaufen. Kriegt man ja schon eine Shock Attack für. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit dem kleinen Pfennigfall-Vollwegsprospekt 2019-20. Und ein Besuch lohnt sich eigentlich nur wegen diesem Vulkan hier. Was anderes würde ich dann nicht wirklich empfehlen. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.